live in Augsburg. Meine Kollegin Liane Bagay, die für uns den CSU-Parteitag verfolgt. Sag mal, Liane, gibt es schon erste Hinweise, was die Partei denn davon hält, Koalition mit den Grünen, ja oder nein? Also neigt sie eher zur Position von Parteichef Söder, der ja dagegen ist, oder zur Position von Parteivize Manfred Weber, der ja eher dafür wäre? Obwohl er arbeiten könnte. Also man sieht es im Hintergrund, Parteivorsitzender Markus Söder hält noch seine Rede. Und ja, er hat schon wieder bekräftigt dieses kategorische Nein zu einer Koalition mit den Grünen. Dafür gab es hier von den Delegierten viel Applaus. Ja, was steckt denn dahinter? Die CSU befürchtet nun einen Wahlkampf, bei dem vordergründig die Ampel zwar kritisiert wird, aber möglicherweise die CDU bereits Vorbereitungen trifft für eine Koalition eben mit den Grünen und mit einem Vizekanzler Habeck. Das will natürlich Söder verhindern, denn er befürchtet, diese Entscheidung könnte das Wahlergebnis der CSU herunterziehen für die Wähler nach dem Motto, ja, es gibt ja keine Änderung, es bleibt, wie es ist. Und was treibt denn Manfred Weber? Er glaubt, dass es sehr, sehr unklug ist, jetzt schon klar Stellung zu beziehen und irgendjemanden zu favorisieren oder jemanden abzulehnen. Er will, dass alle Optionen offen bleiben. Ja, und was sagt dann der Kanzlerkandidat Friedrich Merz dazu? Das werden wir morgen erfahren. Er wird ja morgen hier in Augsburg erwartet. Fest steht, er hat ja bisher die Tür zu den Grünen nicht zugeschlagen. Und eins steht auch fest, dieser Parteitag ist ganz klar der Auftakt in den Bundestagswahlkampf. Vielen Dank, Liane Bagay, live vom Parteitag, über den wir morgen auch in unserer Samstagssendung weiter berichten werden.